Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute gibt es ein Mediabook-Unboxing und zwar zu dem Film Source Code. Ja, Film ist jetzt gerade erschienen, heute hier in 4K UHD Mediabook. Erstmals in 4K restauriert das Ganze. Ja, Film ist ja aus dem Jahre 2011 mit Jake Gyllenhaal. In den nächsten Tagen kommt von mir auch noch ein Review zu dem Film. Ich habe den damals mal gesehen, wie gesagt, 2011 ist er rausgekommen. Ist schon eine Weile her. Ich habe den eigentlich ganz gut in Erinnerung. Aber wie gesagt, zum Film gibt es dann nochmal ein extra Video. Ja, das Ganze hier von Studio Kanal, wie gesagt, jetzt hier in einem Mediabook, was es Shop-exklusiv in einem Play-and-Picture-Shop gibt. Ich verlinke euch den hier mal unten. Das Ganze kostet 34,99 €. Ja. Ja, hat ein exklusives Artwork von Ronan Wolf Schoed, ich glaube, so wird er ausgesprochen. Zweiseitiges Booklet, aber ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So Leute, da haben wir das gute Stück. Ich befreie es mal von der Folie. So, dann haben wir hier, das macht der Studio-Kanal jetzt immer in letzter Zeit, so um die J-Card oder sozusagen ja, festzumachen, dass da nichts mehr geklebt wird. Finde ich, ist eine gute Lösung, dass man hier so ein Papierband rum macht, also so ein Folienband rum macht. Und dann wird nichts mehr aufs Mediabook raufgeklebt. Finde ich, ist schon eine gute Sache. So, und schauen wir uns mal hier die J-Card an. Wie gesagt, hier haben wir nochmal den Titel. Ja, das visionäre Meisterwerk, neu restauriert in 4K. Ja, mit exklusiven Artwork und 32 Booklet steht hier nochmal drauf. Wie gesagt, wir haben hier die 4K UHD. Also schauen wir mal von hier nochmal ein paar Sachen dazu. Ja, einige Extras, wie ihr hier schon sehen könnt. Ja, Audiokommentar und so weiter. Wenn wir jetzt hier Sprache, Ton hinkommen, haben wir hier Deutsch in 5.1 DTS Master Audio. Englisch ist sogar in Dolby Atmos, Deutsch leider nicht. Ja, Laufzeit 93 Minuten. Die UHD ist hier mit Dolby Vision sogar am Start. Also ja, da gibt es halt... ja, nichts zu meckern. Das Ganze limitiert auf 1500 Stück. Bei mir steht jetzt hier keine Nummer, weil das ein Presseexemplar ist. Hier, wie gesagt, nochmal vielen Dank an Studio Kanal, die mir das zur Verfügung gestellt haben, dass ich euch das hier zeigen kann. Wie gesagt, bei euch würde denn hier jetzt noch eine Nummer stehen. So, dann schauen wir uns mal das exklusive Artwork an hier. Es ist ein gezeichnetes Cover. Ich finde es eigentlich sehr gut. Schöne, kräftige Farben. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Source Code hier, ganz klein, so ein kleines Glossy Finish über den Schriftzug hier oder beim Schriftzug. Ich weiß nicht, ob man, ich glaube, es kann ich gut einfangen hier. Ich hoffe, ihr seht das. Sonst, wie gesagt, die matt gehalten, aber ich finde schöne, kräftige Farben. Rückseite, oh, das sieht ja noch besser aus hier. Sehr, sehr schönes Motiv hier, finde ich. Wie gesagt, durch die Farben. Ich finde die Farben einfach ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann haben wir hier Source Code, auch hier mit so einem Glanzfinish oder Spotlack-Finish, wie man es nennt. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Artwork. Ja, schön durchgängig hier. Schon geil gemacht. Also gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Natürlich stellt man sich so kein Mediabook hin, aber so erst auf den ersten Blick, auch von den Farben halt, finde ich es wirklich sehr, sehr schön. Was man natürlich hier mal sagen muss bei den Studiokanal Mediabooks, die haben ja diese Falz halt nicht, ja. Also wollte ich bloß nochmal erwähnen, wem das stört halt. Ja, meines Wissens haben sie das eigentlich, ja, nicht. So, in haben wir denn hier die Disc, die 4K UHD mit durchgängigem Motiv hier, ja, wie ihr sehen könnt. Ja, das jetzt hier in Hochglanz. Ja, das ist, wie gesagt, außen matt in Hochglanz. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein Freund davon, wenn das gleich, ja, in einem Stil durchgeht. Das heißt, wie K-Plate das meistens macht, wenn außen Hochglanz ist, ist das Booklet auch in Hochglanz. Wenn außen matt ist, ist das Booklet auch in matt. Ich finde, das ist so ein durchgängiger Stil. Aber wie gesagt, das ist so eine persönliche, ja, wie soll ich sagen, Geschmack. Ja, aber sonst wirkt das hier schon mal sehr, sehr geil. Ich finde es hier mit dem Bildchen, hier, das ist hier durchgängig, das sieht gut aus. Auch von der Schärfe hier sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, Mediabook 32 Seiten, Text von Wolfgang Frömmberg. Ja, blättern wir mal kurz durch das Ganze. Ja, den Stil an sich so finde ich eigentlich ziemlich geil, wie das gemacht ist hier mit den Farben, mit diesem Gelb und dann hier diesen, ja, wie soll ich sagen, Streifen mit dazwischen hier, dieses
finde ich das eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Ja, Text und Bilder, ja, wechseln sich gut ab, also. So, dann haben wir hier dann natürlich die Blu-ray. So, wie gesagt, auch ein durchgängiges Motiv hier. Ja, seht ihr schon. Ja. Finde ich auch schön hier mit diesem gelben Ring hier noch rum. Also, ja. Will ich jetzt nicht meckern. Ja, so optisch gibt es von mir jetzt hier keine Mängel. Wie gesagt, ich finde das Artwork, das ist sowas natürlich immer Geschmackssache, finde ich wirklich schön, innen auch sehr gut gestaltet, das Mediabook. Wie gesagt, stylisch natürlich, Geschmacksfrage, wie gesagt, die Falz, dass die hier immer fehlt. Ich finde, wenn die dran ist, wirkt so ein Mediabook immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen dicker irgendwie, so ein bisschen, ich weiß es nicht. Könnt ihr ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr von dieser Falz hier haltet, wenn die hier so ist, ja, was so üblich bei Mediabooks ist. Die jetzt hier, wie gesagt, fehlt. Ich finde, das gibt den immer noch so einen charismatischen Charakter oder irgendwie so, kann ich das so beschreiben, für ein Mediabook. Ich finde, es wirkt dann auch immer noch so, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen anders optisch. Ihr könnt, wie gesagt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber so an sich bin ich jetzt hier eigentlich sehr zufrieden. Finde wirklich ja, ein gelungenes Artwork, gelungenes Mediabook. Wie gesagt, es gibt ja noch ein weiteres Video, wo ich dann mehr zum Film sage. Auch wie ist die Qualität von der 4K UHD. Wie gesagt, kommt dann noch die nächsten Tage online. Ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Abo da, gebt gerne mal einen Daumen nach oben. In diesem Sinne soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.